Moin und hallo Leute, es freut mich sehr, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Wie ich euch versprochen habe, wollte ich den Videolog weiterführen und euch das Spiel zeigen, an dem ich gerade arbeite. Und ich habe, glaube ich, gerade den perfekten Zeitpunkt getroffen, um euch das Spiel zu zeigen. Eine Woche ist seit dem letzten Log vergangen, das hier ist die nächste Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ich führe euch mal durch meinen aktuellen Stand des Spiels und zeige euch ein bisschen was dabei und erkläre natürlich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon gespoilert hatte in der letzten Version. Also ich arbeite gerade an einem Titel der Flat Fat Cat Franchise und zwar geht es um ein Shuffleboard-Spiel. Das Coole ist, ich habe gerade die erste Basic AI implementiert, so ich muss gar nicht selber spielen, sondern wir können einfach zugucken, wie die AI spielt für uns. Also starten wir das ganze Projekt mal. Ja, ich habe auch Sounds tatsächlich eingebaut. Ich hoffe, die hört man. So, was wir hier sehen, ist, der erste Computer platziert seine Katze und schiebt sie durch. Und Ziel ist es natürlich, irgendwo mit der Katze zu landen, wo es Punkte gibt. Man kann natürlich die Katzen des anderen Spielers wegschubsen. Man kann sie in die Minuspunkte schubsen. Man kann sie komplett rausschubsen. Es geht halt darum, am Ende mit vier Katzen die meisten Punkte zu haben. Wie man jetzt sehen wird, bekommen beide minus 10 Punkte, da sie beide in den Feldern liegen. Oben links ist dies auch dargestellt. Wir haben Team A und Team B, was beides jetzt mit minus 10 Punkten ist. Ja, die CPU spielt weiter fröhlich vor sich her. Ich muss gar nichts machen. Natürlich ist die grüne Katze im Moment nur eingefärbt, um die Teams zu unterscheiden. Das wird sich nachher natürlich ändern. Auch die Rasenfelder für Team Outside und Team Domestic sind bisher nur Platzhaltergrafiken und werden natürlich ausgetauscht. Aber so ein paar Sachen sind auch schon recht weit vorangeschritten. Wie man zum Beispiel sieht, wird das Scoring richtig gezeigt. Das heißt, wenn wir eine Katze in ein neues Feld schieben und es ändert sich ein Scoring, gucken, ob die 7 zählt. Nee, die ist genau auf der Linie, wird dementsprechend nicht zählen. Das heißt, wenn man in dem Feld ist, kommt halt auch so ein Effekt, wo ihr den Sound sicherlich eben gehört habt. Und es kommen so ein paar Sterne, die halt sagen, wir haben was gescored. Genau, da ist das Ganze. Das sind dann halt 7 Punkte. Wir sehen oben, wie der Gesamtstand ist. Und so spielt der Computer jetzt quasi gegen sich selbst miteinander. Und wir warten mal kurz ab, wie das Frame ausgeht. Apropos Frames, das Spiel ist im Moment so gestaltet, dass wir ein Best of 3 haben. Das bedeutet, ein Frame bedeutet, jeweils 4 Katzen durchzuspielen. Am Ende wird abgerechnet. Wer das Frame gewinnt, bekommt einen Siegpunkt. Das wird auch gleich dargestellt. Das könnt ihr gleich auch sehen. So, Team A hat tatsächlich gewonnen mit 0 Punkten, Team B hat minus 13. Jetzt sehen wir bei Team A oben, der hat ein Katzengesicht, was quasi der erste Frame-Win ist. Damit steht es 1:0 für Team A. Und es geht gleich weiter mit dem zweiten Frame tatsächlich. Also gucken wir uns doch gleich mal an, wie das zweite Frame läuft und ob Team A das Spiel für sich entscheiden kann. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Wir haben, im Moment habe ich nur die orangene Katze, genau. Das Problem ist, dass mir noch ein paar Köpfe von den andersfarbigen fehlen. Die muss ich noch einbauen. Es wird später Skins geben. Also sprich, es wird verschiedene Katzenfarben geben. Ich plane aber auch tatsächlich ganz verschiedene Skins einzubauen. Das heißt sowas wie, keine Ahnung, Superman-Katze oder mit dem Rainwear-Logo hinten drauf. Also alles, was man sich quasi vorstellen kann, soll später auch als Skin zur Verfügung sein. Vielleicht auch Teil eines Season Passes, da bin ich noch nicht ganz so sicher, wie das Ganze gemacht wird, aber auf jeden Fall werden die auswählbar sein und das heißt, man kann für sein Team später wählen, wie seine eigenen Katzen aussehen sollen und kann damit natürlich auch mit seltenen Skins und coolen Skins den anderen Leuten zeigen, hey, was für coole Skins habe ich. Der zweite Punkt, der jetzt hier auch schon ersichtlich wird, ist natürlich ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, es wird 1 gegen 1, also gegen echte Spieler ablaufen, das ist zumindest der Plan. Sollte die Wartezeit zu lange sein, weil nicht genügend Spieler vorhanden sind, habe ich hier diese Basic AI implementiert, so dass man nach, keine Ahnung, 15, 30 Sekunden einfach mit dem CPU spielt, damit man nicht allzu lange warten muss, falls keine Spieler da sind. Das ist quasi dann so der Fallback, den ich mir dafür ausgedacht habe. Dafür teste ich heute den AI. Wie gesagt, ist very, very basic. Das heißt, im Prinzip hat er nur eine Max-Reichweite von links, rechts und einen Max-Schub. Und irgendwo dazwischen wird ein Random Range genommen. Das heißt, die AI nimmt jetzt noch keinen Bezug auf das Spielfeld als solches. Oder auf, ja, wie es gerade steht oder sonstiges, sondern er spielt halt einfach komplett nach random. Ja, das war die Runde, wie man sieht. Team A konnte mit 2 Punkten gewinnen, hat also 2 Frames für sich gewonnen. Das Spiel ist gefinished. Ich starte das Ganze nochmal neu, da ich noch ein bisschen weiter erzählen wollte. Und schiebe das hier nochmal eben wieder rüber. So, dann können wir währenddessen nämlich auch nochmal angucken, dass hier irgendwas passiert. Vielleicht fällt einem ja doch nochmal was auf. Das Coole ist ja, dass diese AI jetzt gerade für mich testet. Das heißt, es spielt und ich gucke mir mal an,
ob das alles so läuft, wie ich mir das gedacht habe, wie ich es mir vorgestellt habe, oder ob da jetzt noch Sachen anzupassen sind. Ist eine sehr coole Sache, muss ich schon sagen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, es soll auf jeden Fall ein Multiplayer-Spiel werden und sein. Und dementsprechend soll man halt Spieler gegen Spieler spielen. Die aktuelle Idee dazu ist, dass es halt eine Art Liga gibt. Also eine, ja, ich nenne es mal Liga, kann auch Season genannt werden. In der wird quasi gewertet gegeneinander gespielt. Da hat man dann später auch eine Rangliste, kann sich vergleichen. Und dort soll es dann seltene Skins für die Katzen geben, wie ich es bereits schon erwähnt hatte. Die wird wahrscheinlich kosten, also der Season Pass wird wahrscheinlich kosten. Die App selber wird free sein auf Android und iOS. Das wird auch das einzige monetäre sein, was in der App erstmals zur Verfügung steht. Neben vielleicht später Skins, die dann noch zu erwerben sind. Man kann ungewertet spielen, also es gibt dann eine Art von Training, wo man auch gegen andere Leute spielen kann oder auch gegen den Computer spielen kann. Das kann man natürlich umsonst tun und ich werde auch keinerlei Ads oder Werbung in der App drin haben, weil ich davon überhaupt nichts halte. Und ich möchte den Scheiß auch nicht unterstützen, das möchte ich hier ganz klar staten und da stehe ich auch zu. Ich habe natürlich auch meine Erfahrungen damit gemacht mit Werbung insgesamt, aber ich finde, es ist einfach nicht wert, sein Spiel damit zu verschandeln und deswegen möchte ich dieses Statement auch tragen. Daher habe ich mir diesmal ein neueres Modell überlegt, das ist natürlich noch nicht mal implementiert, ich bin noch nicht mal ansatzweit so weit, dass ich es überhaupt implementieren könnte. Denn, ja, ihr seht, das ist im Moment der aktuelle Stand des Spiels. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass diese Woche quasi die letzte Runde ist. Also die letzte Runde, genau. Die letzte Woche ist, an der ich an dem Spiel arbeite. Und dann sollte es eigentlich auch fertig sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe guten Progress gemacht diese und auch letzte Woche. Ich bin definitiv zufrieden mit dem Spiel, wie es bisher aussieht. Aber es fehlt halt noch jede Menge Polishing. Und ich denke, das wird sich noch ein, zwei Wochen hinziehen, bis wir da überhaupt abschätzen können, wie realistisch ist, dieses Spiel rauszubringen. Dass es dieses Jahr noch kommt, das garantiere ich. Und da arbeite ich auch definitiv darauf hin, dass es dieses Jahr noch rauskommen wird. Ich habe natürlich auch den Anspruch in diesem Spiel, dass es cool sein soll. Es soll definitiv Spaß machen und es soll auch unterhaltend sein, gegeneinander zu spielen. Von daher ist mir der Anspruch auch relativ wichtig. Falls ihr jetzt schon irgendwas seht, was euch sofort auffällt, bitte schreibt mir das in die Kommentare rein. Feedback ist total cool, nehme ich gerne hin. Und ja, demnächst suche ich dann natürlich auch ein paar Tester, die vielleicht schon Bock haben auf die Alpha-Version, ein bisschen gegeneinander zu spielen. Also wenn ihr auch da interessiert seid, schreibt mich gerne an. Auf rainware.de findet ihr mein Newsletter, dazu Not mal subscriben. Denn darüber werde ich definitiv auch die Einladung dann rausschicken, beziehungsweise den Aufruf starten, dass man sich für die Beta-Alpha registrieren kann, dass man das Spiel austesten kann. Ja, und ansonsten hoffe ich, das Spiel gefällt euch soweit. Wie gesagt, euer Feedback, euren Eindruck würde ich gerne hören. Schreibt ihn gerne dazu. Schreibt mir auch gerne zu dem Videolog, was ihr dazu noch sehen möchtet, was ihr dazu hören möchtet. Ich glaube, durch das Spiel haben wir jetzt erstmal ein bisschen Einblick geschaffen, woran wir überhaupt sind. Wie gesagt, es fehlen natürlich noch einige Parts. Es ist Multiplayer, der noch offen ist. Es sind so die Game-Menüs, die noch offen sind. Skins kommen rein. Gewertete Suche ist dann natürlich so die Sache. Aber so die wirkliche Basis steht. Ihr habt sie gesehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.